Die Kerste in diesem Speicher wurde mit meinem Schweiß und Blut gewässert. Ja, und du bekommst deinen Anteil Silber, wenn ich sie verkaufe. Aber du behältst den Großteil. Du teilst 5 Teile für dich, einen für mich. Ich habe es mir verdient. Der Verkauf kam nur durch mich zustande. Ich kümmere mich um die Steuern. Ich habe endlos verhandelt. Du da, Däne. Wer verdient mehr? Der die Gerste anbaut oder der sie letztlich verkauft? Das Silber sollte gleichmäßig verteilt werden. Was soll mich dazu bewegen, all diese Geschäfte abzuschließen? Mein endloser Einsatz? Die Papiere? Er könnte nicht mal sein Augenlicht verkaufen. Ohne mich gäbe es die Gerste nicht einmal. Meine Gerste ist überall in Mercia und Est-Sexe bekannt. Sebisuf! Meine Seele steckt in jedem Krug. Das Verhältnis dieser Brüder ist angespannt. Ich hätte nicht gern so ein Ross. Aber ein Zauber-Eber. Mal ehrlich, der stinkt doch sicher wie die Schuhe von deinem Bruder. Einer der Händler meinte letztens, die hätten in seiner Heimat ihren eigenen. Ich wünschte, unsere Eltern würden sich wie früher vertragen. Bevor es den Speicher gab, als wir alle die Gerste teilten. Es ist doch albern zu streiten, wer mehr bekommt. Wir haben genug. Die kläffen sich an wie Hunde, die vergessen haben, warum sie überhaupt bellen. Willst du Gadrian Swamas mit May? Ich wünschte, unsere Eltern würden sich wie früher vertragen. Bevor es den Speicher gab, als wir alle die Gerste teilten. Es ist doch albern zu streiten, wer mehr bekommt. Wir haben genug. Sie lassen sich an wie Hunde, die vergessen haben, warum sie überhaupt bellen. Sie zanken sich ständig. Ich erinnere mich, wie die Gerste uns einst Freude brachte. Wir priesen sie, rochen an ihr, rieben sie uns auf die Bäuche. Grüße, guter Bauer. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin so wütend. Atme tief durch, trink etwas Ale und genieß die Früchte deiner Arbeit. Kein Silber ist eine zerbrochene Freundschaft wert. Ich fürchte, das ist unmöglich. Wenn mein Blut kocht, muss die Welt es erfahren. In meiner Heimat gibt es nur eine ehrbare Lösung. Ein Zweikampf. Du hast recht. Scheiß auf ihn. Ich dresche auf ihn ein. Zeig ihm, wozu Bauernhände gut sind. Pisser! Komm raus und kämpfe! Du glaubst, ich stehle dir deinen Gewinn? Wie die Du stiehlst mir die Würde! Wenn ich mit Fäusten sprechen muss, werde ich das tun. Oh ja! Was ist aus uns geworden? Wie die Tiere. Sie zanken sich ständig. Ich erinnere mich, wie die Gerste uns einst Freude brachte. Wir küssen sie, rochen an ihr, legen sie uns auf die Bäuche. Unsere Eltern würden sich wie früher vertragen, bevor es den Speicher gab, als wir alle die Gerste teilten. Es ist doch albern zu streiten, wer mehr bekommt. Wir haben genug. Sie kläffen sich an wie Hunde, die vergessen haben, warum sie überhaupt bellen. Strecke deine Flügel, Sühnen. Nun fehlt mir auf ein Mädchen.
Meine Güte, der Hof in Flammen. Meine Gerste. Ich rieche, wie sie verbrennt. Oh Gott. Ist das hier in und fort mit alledem. Es hat uns nur auseinandergerissen. Es stimmt, dass wir einst glücklich waren. Vielleicht können wir neu beginnen. Nochmal von vorn. Du, versteckst du dich im Schulden. Na, nur für dich, Schatz. Leuchtfeuer sind ja ganz gut. Aber bis du eine Rüstung angezogen hast, sind diese Arschlinge längst über alle Berge. Am Priester an der Küste. Die Hälfte wurde gleich in der Kapelle ermordet. Der Rest in irgendwelche heidnischen Lande verschwand. Anscheinend waren die Franken recht erfolgreich damit, Türme und befestigte Brücken. Kinder, war eure Familie schon immer so streitsüchtig? Ja, schon. Aber hoffentlich ändert sich das jetzt. Auch wenn der Weg dorthin recht drastisch war. Danke. Hui, Kame, nur der Inchner. Ich muss deine Schulden bekommen. Unsere Väter würden sonst ewig streiten. Unsere Eltern waren mal zufrieden. Los! Vielleicht sorgt das für Gleichgewicht und es gibt...
Ich darf hier nicht erwischt werden. Ah!
Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. Ha! Gott wird uns nicht verlassen! Du entkommst nicht, du räudiger Köter! Thank you.
Ah!